Hallo Leute, liebe Zuschauer. Selten nutze ich einen Anschlag an der Kopiersäge, aber wie ihr seht, ist der auch mal sinnvoll, und zwar immer dann, wenn man zum Beispiel Rundstäbe absägen tut. Ich habe jetzt hier auf, kontrolliere ich nochmal, auf 3 cm. Ja, die Einstellung, und so einfach funktioniert es dann. So, liebe Leute, wenn ihr das nachmachen wollt, dann bitte mit feinerem Sägeblatt, dass es euch nicht aus der Hand reißt. Und seid vorsichtig und achtet auf eure Finger. Insoweit, bis dann mal. Ciao, ciao.